Letzte Mission übrigens, glaube ich. We hid the dough from the bank at Polly's for the time being. We couldn't blow it all straight away, so we arranged that I'd stop by there the next day and we'd think of the best way to invest it. I had loads of ideas of what to do with the money, but I was pretty curious about what Polly's plans were. Oh, Jesus. Oh, God. What the hell happened? Polly! Polly! Christ! The dough, where's the dough? Was mir das egal, ey. Damn it, it's all gone. This is like a bad dream. Okay, fuck, Polly ist tot. Ich mochte Polly. Polly? Sam? It's Tom. Polly's dead. I... Christ, I knew it. Tom, you're in deep shit. I wanted to warn Polly. Salieri found out about the bank and decided he wasn't going to tolerate it. I didn't make it in time. Tom, you gotta disappear fast. Sam, I didn't know it would be such a big deal. What should I do? I can't just leave Sarah and the kid. Okay, Tom, I'll help you. We gotta meet somewhere, but almost everywhere is dangerous for you now. Our best bet would be the City Gallery. Okay. I'll be there in a little while. Thank you. You know Polly is lying here in a million pieces. I don't know who else I could turn to. It's okay. I still owe you one. Thanks, Sam. Oh Gott. Treff Sam in der Kunsthalle. Ah, oh, Polly, ey, im Bett haben sie ihn erwischt. Leck mich am Arsch. Ich habe 6 Munition. No way. Komm irgendwie raus. Hat er eine Knarre? Natürlich keine Knarre. Ja, keine Ahnung. Das war... Okay, pass auf. Ich kann dagegen nicht ankommen. Ich hab nur 6 Munition. Hä? Okay. We hit the- Ich lauf direkt raus. Ah, okay, die machen mir nichts. Ah, gut. Hallo, Sir, ich müsste hier bitte raus. Danke. Okay, gespeichert. Ja, der arme Polly, ich mochte ihn. Aber Sam scheint ja auch noch auf unserer Seite zu sein. Keine Ahnung, was wir machen müssen, ob wir jetzt gegen Salieri vorgehen oder nicht. Ich nehme mal das Auto hier. Ah, shit. Komm! Was stand da gerade? Stand gerade irgendwas? Hätte ich mir auch so einen Bullenwagen nehmen können, ne? Trim oder besuche Lukas. Warum soll ich denn Lukas bei Tony besuchen? Der Typ will mir nur irgendeinen Wagen geben. Die Kunsthalle. Ich muss über den, durch den Dings, ne? Durch die Tunnel. Ja, scheiße. Ich dachte eigentlich, dass Paul überleben würde. Ja, mit Sam. Ich bin mir noch nicht ganz sicher mit Sam, weil der hat uns zwar gewarnt, ne? Was ja auch nett ist. Aber der arbeitet ja trotzdem noch für Salieri. Aber ich meine, wenn wir uns jetzt in der Kunsthalle treffen, das ist natürlich ein belebter Ort. Also das ist, denke ich mal, kein Hinterhalt gewesen von ihm. Was natürlich sein kann, ist, dass er trotzdem am Ende sagt, ja gut, ich arbeite für Salieri und da ist meine Loyalität. Und dementsprechend müssen wir dann auch gegen Sam kämpfen. Wäre ein bisschen schade. Boah, aber diesen Salieri, Alter, den will ich wegpusten. Seinen fetten Arsch einfach quer durch Little Italy pusten. Okay, ich denke mal, ist nicht so weit. Die Kunsthalle scheint hier irgendwie im Süden zu sein. Geht auf jeden Fall gut los, die Mission. Was für ein Scheiß, ey.
Ich meine, dass Salieri aber auch da direkt seinen Mann umbringt, weißt du? Ich meine, das war ja einer seiner Top-Männer. Kann er da nicht irgendwie sagen, hey, du hast Scheiß gemacht, du bezahlst mir jetzt dein Geld, weißt du? Geben wir Salieri halt die Kohle. Das ist ein Polizist, deswegen warte ich gerade. Weißt du, geben wir halt Salieri die Kohle und sagen, ja, sorry und bla bla. Dass er ihn aber direkt umlegt, weißt du? Blöder Wichser, ey. Okay, Kunsthalle, hier, das große Ding. Hier war Big Biff. Okay, ich steig mal aus. Scheiße, Alter, die brauchen so lange, bis sie mal zum Stillstand kommen. Ich habe übrigens keine Munition, also nur 6 Muni. Gut, wieder gespeichert. Freut mich mal sehr bei dem Spiel. Don't move, scumbag. Oh, shit. Oh, come on. Surprise! You weren't looking for that at Paulie's, by chance. Sam, what's going on? I thought we were meeting alone. The situation's changed, Tom. I had to decide whose side I was on, and sorry, but it would be suicidal to stand on your side. I can live with murder, though. So you killed Paulie? Well, I was more the means to his death. The same as I am in your case. I would never have expected this from you, Sam. Well, I'm in a good mood. Things are looking up for me, and I found a bag of money. So killing off your partners is a big laugh? Maybe I should try it. It ain't bad, but you probably won't have time. It's never too late to start. I guess honor's out of the picture. Honor's meaningless. This is business, and you've broken its unwritten rules many times over, Tom. Maybe I feel some pity, but that's out of place in business. Fuck you, didn't notice that I was the cause of the family's problems. Really? You did what you wanted, Tom. You didn't kill Frank. You let that whore get away, and then the bank? You can't do what you know is right, because you don't know nothing. You don't grasp the effects of your actions. The Don is the thinker. You were never a great thinker, so you probably need him. That's not how I feel. I can think for myself. The opinion of Don Salieri is that he won't go and sit in jail just because of your feelings. And I agree with his opinion completely. Don Salieri really liked you, Tom. And I did too. We'll cry together at the funeral. You poor bastard, Sam. I feel sorry for you. But I'm alive. It's a pity you can't use that money. Oh, but don't worry. We'll give Sarah a little something. You know, single mothers don't have it easy these days. The Don will take care of her. He isn't as much of a monster as you think. Goodbye, Tom. It was nice knowing you. Take good care of him, boys. Ich hab keine Knarre. And please, don't make him suffer. He's my buddy. Oh yeah. Bullet time, Mann. Max Payne Style. Nein! 6! Mach die Bastarde fertig, Alter. Come on, you're dead anyway. Ja. Come over here. He's here. Ich hab. Oh mein Gott, ich hab keine Knarre. Wie soll ich das mit 6 Munition? Are you fucking kidding me? Da brauche ich da richtig Lucky Shots, eh? Okay. That's the last time you do that. Scheiße, ey! That's the last time you do that. That's the last time you do that. Warte, warte. Okay, der haut ab, oder was? Alter. Ich brauch... Nichts gefunden? Was? Nichts gefunden? Ah, you fucking serious? Äh...
leck mich fett, leck mich fett. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Alter! Wieso kriege ich hier keine Muni irgendwo, ey? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Boah, ich glaube... Ja, das wird nix. Come over here. Ouch. Hit. Hit. Oh, everybody God. Ja. Okay, pass mal auf, Leute. Das ist unglaublich beschissen. Ich glaube, ich hätte vorher mir Knarren besorgen müssen, oder? Boah, ich weiß noch nicht mehr, wo dieser Twister ist. Warte mal. Mach die Bastarde fertig. I need ammo now. Ja, ich auch. Okay. Brauch die Muni von dem da. Come on, you're dead anyway. Nichts gefunden. Boah. Alter, ich habe keine Knarre, Mann. Boah. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Alter, wie schießt denn der auf mich? Guck dir das nochmal an, ich hab gar keine Knarren. Die haben keine Munition bei sich. Was ist das denn für Scheiß hier? Alter, hier liegt gar nichts mehr rum. Nichts gefunden, ey. Leiche untersuchen, die haben alle gar nichts mehr. Hier liegt auch nirgendwo irgendwie eine Knarre rum, oder? Ja, ist natürlich jetzt ein großer Fail hier. Hier ist eine Knarre. Null. Ja, shit. Ah, da. Okay, ich nehme die auch mit. Okay, jetzt sieht es besser aus. Kommen wir hier durch oder? Nee. Okay, boah, ich will Sam durchsieben. Alter, mit Atomic Gun will ich den durchsieben. Okay, die Frage ist, wo sind die ganzen Leute jetzt? Wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Batzen umgebracht. Die sind aber auf jeden Fall noch mehr. Okay. Das Gute ist, die haben keine Pumpguns oder so. Okay, da haben wir einen. Oh, hier hat er einen, oder? Der ist tot. Oder was? Okay, der ist da. Ja. Der ist immer noch. Muss immer gucken, wenn er gerade schießt und dann nachlädt. Sehr geil.
Die Pumpgun will ich haben. Colt, den nehmen wir mit. Pass auf, ich will die Pumpgun haben. Boah, alles voller Blut hier, ey. Colt Detectives, ich will die Pumpgun haben. 4, 8 Stück im. Okay, also 12 Stück haben wir. So, Frage. Oh mein Gott! Da hinten, alter Scheiße. Ah, ist natürlich ärgerlich hier. Kommt der hier vorbei? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Nein! Boah! Kann ich mich bitte irgendwo heilen? Bitte, bitte! For the love of God, ich will mich heilen! Erstmal hier vorbeilaufen. Kurz checken. 24 Leben, das sieht schon wieder böse aus. Ammo. Gott, ich hab's gerade gesehen, ey. Ey, diese Mission, oh mein Gott. Okay, pass auf, ich muss mich hier richtig konzentrieren. Ich kann da nicht nebenbei kommentieren, das geht nicht. Ich schneide mal ein paar Sachen raus, bis wohin ich eben gekommen bin, und dann werde ich da wieder ansetzen. Bis gleich. It looks like you underestimated your new partners. Maybe you ought to change sides. It's still not over, Tom. Things aren't what they look like, Sam. Salieri also double-crossed you. What are you talking about? We almost got killed because of those stupid cigars. Salieri knew that the job was risky. There were diamonds hidden between those cigars. He didn't want to give us a cut. That's why Paulie wanted to take the bank. Because he realized how Salieri was ripping us off. He told me about those diamonds, Tom. He only wanted to keep them secret so nobody knew where they were before he sold them. Besides, the diamonds have nothing to do with the fact that you didn't kill Frank! He broke the Omerta. Which is worse, Tom. How do you know I didn't kill Frank? You can blame it all on someone else you didn't kill. You're too human. She came back to the city, and we found her by accident. Damn it. Tom, you know you can't trust a dame. I can understand it isn't easy to kill your wife's best friend. Yeah, I should have done it for you. She also pleaded with me and cried. Well, we realized that we couldn't rely on you, so we checked up a little and found out about Frank. Sam, do you really think everything has to end like this? We still got a chance. There ain't no way back now, Tom. I'm sorry. So, pass auf. Okay, Tommy Gunn ist da klar, mach die Bastarde fertig. Wo? Sam ist da vorne. Boah, ich könnte von hier schießen, aber ich will den so vom Nahen durchsieben. Bis zum geht nicht mehr. Ja, HP sieht. Geht so aus. Ich nehme einen Colt, glaube ich. Frage ist. Okay, das ist nur noch Sam, ne? So, ich gebe ihm mal einen. Boah, der ballert die ganze Zeit rum. Haben wir noch irgendwas zum Heilen hier? Shit. Granate. Nee. Ich konnte ihn aufheben. Pass auf. So. Das ist hier außen, ne? Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwie so ein. Ob ich ihn so ein bisschen näher kommen kann. Wo ist er denn gerade? Da ist er. Die Frage ist, kann man. Oh, Scheiße!
So, warte mal. Ja, okay. Ja, okay, ich dachte, der wird da stehen bleiben. Shit. Ich dachte, der wird da stehen bleiben. Pass auf, dann kann ich den... Überleg gerade. Der weiß immer, wo ich bin, ne? Ah, was soll das denn, Alter? Wieso? Boah, Sam, ey. Du blöder Wichser. Der läuft immer hier. Ja. Ey, Alter, wie kann er mich denn da treffen? Oh mein Gott! Scheiß doch drauf, ey! Alter. Okay, das geht gar nicht. Der schießt die ganze Zeit auf mich. Wie soll ich das schaffen? Da haben wir ihn mal gut ein bisschen getroffen. Ja. Wo ist er? Wo ist er denn? Gott. Da ist er. Okay, lad nach. Komm. What? Wo ist er denn jetzt wieder? Wir haben den schon gut einen verpasst. Ich muss wissen, wo der ist. Tommy Gun ist hier nicht so geil gerade. Der Colt ist hier ziemlich gut. Alter, wo ist der denn? Oder ist der tot? Nee, ne? Boah, ist grad spannend hier. Wo? Ich hab echt keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht kommt der hier rum, warten. Wo ist denn der? Nee, sah das aus? Mach die Bastarde fertig, ja. Hier hab ich geschossen die ganze Zeit. Hier sieht man nur die Einschusslöcher. Aber wo ist denn der, sag mal? Ich finde den nicht. Ist das schon wieder ein Bug oder so? Der unten? Hä? Müssen rauslocken. Joa, ich hab absolut keine Ahnung, wo der ist. Der ist hier nirgendwo. Och, come on, was ist das denn schon wieder? Alter, so langsam geht's mir echt auf die Eier. Hier war ich doch, oder? Hier war ich doch überall. Also, hier, in diesem Abschnitt ist er überhaupt nicht. Das heißt, der müsste ja dann runtergelaufen sein oder so, nehme ich an. Warte mal, hier war Blut, ne? Folgen wir mal den Blutspuren. Okay, da habe ich ganz gute Taktik. Der dreht sich hin und wieder um. Er dreht sich hin und wieder um und dann kann ich ihn erwischen. Den blöden Penner, Alter. Pass auf. Jetzt zieht er auf mich noch, ne? Und gleich dreht er sich wieder um. Warum macht er das jetzt nicht mehr? Das hat er eben zweimal gemacht. Da. Okay, jetzt haut er ab, ne?
Jetzt haut er ab. Ich lad mal nach. Pass auf, jetzt ist er auch wieder. Auch wieder irgendwo. Da ist er. Boah, du wirst so krepieren, Alter. Aber ich muss mich aufpassen. Letztes Mal kam der um die Ecke raus und hat mich richtig genagelt, ey. Puh. Say hello to my little friend. Yeah. Boah. Nein! Hey, it's the same situation again, Tom. And once again, you can't decide. Alter, ich baller dich so ab. Damn it. Oh mein Gott! Schieß doch einfach! Oh Gott. Was kommt jetzt? Ich weiß nicht, ob hier noch nach was kommt. Wir haben ihn auf jeden Fall getroffen. Er uns auch eigentlich, aber wir sind wieder auf den Beinen. Good night, Sam. You did it. Fucking good night. They'll get you all the same, Salieri. We'll get you. He stood by you. You rat. You're dangerous, Tom. And Pauly, he was never sure that you wouldn't forgive his death. Oh, you're gonna have to hide like an outcast. And one day, they'll get you. All the same. Like Frank. They found him? You only lengthened his life, but in the end, they found him. All the same. And Frank was the Don's only real friend. Friendship ain't worth shit. Oh! Ah! Ow! Oh! Oh. Okay. Der Bastard ist tot. Finally. Epilog. So it was you again, huh? You destroyed the picture collection worth a few million dollars? I wasn't planning on it, but somehow it worked out that way. Otherwise, that's everything? I got out of there fast. It was no picnic. I really was in danger, but I pulled it off. I took the wife and daughter and immediately left the country. Sam was right. If they decided to find Frank in Europe and take revenge almost 5 years after he disappeared, they wouldn't let me just leave after betraying them. And you're willing to say all that you've now said to me in front of a court and give evidence against all those men? Don't you think the situation will be a lot worse for you? What you're planning to do now isn't betrayal. It's more like treason. If these people go to jail, or better yet, death row, they won't be able to take revenge on me. At least not as easily as if they were free. I am willing to give evidence against them if you ensure our protection, and after the trial, a new identity for me, my wife, and my daughter. If we manage to pull it off, it'll be the biggest legal battle this country's ever seen. It's an interesting offer. I don't know if it's moral to help somebody like you, but I think the results will be worth it. I think we'll help you. Gangster trial. Salieri's gang put behind bars. 80 gangster convicted. Electric chair for Salieri's hitman. Huh. Everything worked out until the legal case. I sat in my cell and wrote down the evidence I had against all the people I had worked with.
people I had been friends with for 10 years. The case was huge and caused a shock throughout the country. Salieri got life. Even some of his thugs got the chair. The shortest sentence was 8 years. I spent the whole time in a closed cell at a secret location with no visitors. I didn't see Sarah or my little girl the entire time. In the end, it was worth it. Norman got us new identities and moved us to the other end of the U.S. I got work as a driver for a respectable company. We started a whole new life. This peace was only interrupted by the war, but we got through it. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. You know, the world isn't run by the laws written on paper. It's run by people. Some according to laws, others not. It depends on each individual how his world will be, how he makes it. And you also need a whole lot of luck. So that somebody else doesn't make your life hell. And it ain't as simple as they tell you in grade school. But it is good to have strong values and to maintain them. In marriage, in crime, in war. Always and everywhere. I messed up. So did Paulie and Sam. We wanted a better life, but in the end, we were a lot worse off than most other people. You know, I think it's important to keep a balance in things. Yeah, balance, that's the right word. Because the guy who wants too much risks losing absolutely everything. Of course, the guy who wants too little from life might not get anything at all. Wow, was ein geiles Ende. Richtig gut, ey, boah. Ja, Leute, da haben wir's. Mafia ist vorbei. Okay, was für ein richtig geiles Spiel, immer noch, nach den 15 Jahren. Ich finde das Spiel so unglaublich gut. Ich habe mich in jeder Mission, ihr wisst es ja, bei jeder Mission habe ich mich aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwie gehört das für mich zu einem guten Game dazu. Boah, das Ende fand ich richtig geil, auch dass wir nicht Salieri persönlich getötet haben, weißt du, wir haben es halt mehr so über den legalen Weg gemacht. Und dann am Ende einfach, wie er da mit dem, weiß ich nicht, wie alt er da war, 55 oder sowas, 60, keine Ahnung, mit dem Schnurrbart. Wie er da einfach umgenietet wird. Richtig geil. Also, das ist wirklich eins der, ich finde, cinematisch eins der besten Spiele überhaupt. Super gut, auch mit der ganzen Musik und mit dem Sounddesign. Sehr, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall irgendwann demnächst, vielleicht einen Monat, in 2 Monaten, keine Ahnung, den zweiten Teil spielen. Und ja, ich glaube echt, ich habe das Game damals nie wirklich zu Ende gespielt, weil die letzten Missionen, die kamen mir überhaupt nicht mehr bekannt vor. Deswegen freue ich mich gerade richtig, dass ich das Game hier nochmal zum Laufen bekommen habe. Boah, das Ende gerade richtig gut. Ich dachte mir schon, dass die in die aussteigen und dann... Das sind auf jeden Fall irgendwelche Gangster. Richtig gut. Aber hat das schon recht. Also, Leute, die zu viel wollen. Ich meine, man sieht's ja eigentlich in dem Spiel, weißt du? Paulie wollte auch zu viel. Er wollte halt noch mehr Kohle haben und so weiter. Ich meine, klar, es sah halt so aus, als hätte Salieri die irgendwie verraten oder hat ja, wie gesagt, nicht eingeweiht und wollte alles für sich haben und so, ne? Aber man hätte vielleicht einfach mal abwarten sollen. Weil man hat ja auch in der Story gesehen, dass er und Morello damals den Don Pepponi einfach umgebracht haben und dann das Gebiet unter sich verteilt haben. Und wir haben ja quasi genau das gleiche gemacht. Wir haben ja quasi auch Salieri verraten. Und sowas kann ja eigentlich einfach nicht
nicht gut gehen, weißt du? Ich meine, natürlich werden die uns... Die wussten ja sowieso von Frank Bescheid und so. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so oder so... werden wir getötet worden. Eben, weil wir Frank nicht getötet haben und diese Hure da in dem Hotel. Aber Sam, was für ein Wichser, ey. Boah. Also ich weiß nicht, ob nach den Credits noch irgendwas kommt. Die Musik ist aber ganz cool. Ja, natürlich bedanke ich mich bei allen Leuten, die zugeschaut haben. Und ich hoffe, ihr hattet echt Spaß bei dem Game. Ich hatte es auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr mochtet meinen Kommentar. Meine, na, gelegentlichen, ja. Hin und wieder habe ich mal ein bisschen geraged, ganz selten. Also ich hoffe, das war okay. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten werdet zum zweiten Teil. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, was noch kommt. Also jetzt heute, also wir haben heute den 30. Januar, kommt ein neues Indie-Horror-Game raus. Das spiele ich an. Am 9. Februar kommt Shadow of the Colossus. Für die PS4, der Remaster, habe ich auch nie gespielt damals. Und ich wollte halt demnächst noch den ersten Max Payne auf den Channel bringen. Da habe ich auch einen Widescreen-Fix und alles. Also sollte richtig gut laufen. Und ansonsten halt diverse Fortsetzungen, ne? Mafia, Dead Space und so weiter, Brotherhood, also ist jetzt ein Creed Brotherhood. Und mal gucken, was sonst noch so läuft. Im April kommt halt God of War, der neue. Den werde ich auch spielen. Neue freie Fahrtoptionen wurden freigeschaltet. Ja, ich glaube nicht, dass wir noch irgendwie was bekommen hier an Cutscenes oder so. Ja, so sieht es momentan aus. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich beim Zuschauen. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen, kann ich irgendwas besser machen oder auch nicht. Ich versuche alles und jedem zu antworten. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns bis nächstes Mal. Macht's gut, vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.